Jens nimmt die Tat auf sich, um Elisabeth vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren. Als Diplomatensohn glaubt er, vor der US-Strafverfolgung sicher zu sein. Als der Plan nicht aufgeht, widerruft Söhring sein Geständnis. Doch Elisabeth hat sich längst gegen ihn gewandt. Im Sommer 1986 wird zunächst nur sie ausgeliefert und vor Gericht gestellt. Trotz ihrer Drogensucht, der ihr attestierten Persönlichkeitsstörung und diverser Falschaussagen nehmen ihr die Geschworenen ihre Version des Tathergangs ab. Jens Söhring als heimtückischer Mörder ihrer Eltern. Jens hat aus seinem eigenen Willen heraus agiert. Er hatte die Wahl. Er hätte sich auf seiner vierstündigen Fahrt noch umentscheiden können. Egal, was ich ihm in den Monaten zuvor gesagt habe oder was ich ihm in meinen Briefen geschrieben habe, er hatte die Wahl. Tötet er meine Eltern oder nicht?